So, ja, moin und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer kleinen weiteren Aufnahme Durango. Ich habe die Kamera ausgemacht. Das ist dafür da, damit du mal vollumfänglich sehen kannst, was hier passiert ist. Ich habe jetzt einen PC am Laufen mit einer neuen Grafikkarte. Danke geht hier mal raus an den Kai. Kai, falls du das hier irgendwann mal siehst, Kai ist der edle Spender, der mir eine neue Grafikkarte hat zukommen lassen. Ist jetzt nicht die allerneueste. Er hat gesagt, er würde sie in den Müll schmeißen. Aber für mich persönlich ist er auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne. Denn pass auf, guck in die Frames unten links in die Ecke. Ihr wisst ja, in den letzten Aufnahmerunden habe ich gespielt mit so 7, 8, 13 Bildern pro Sekunde. Jetzt haben wir ganze 2. Das ist schon eine echt starke Steigerung, ne? Sind wir schon richtig weit vorne dabei. Nein, Spaß beiseite. Pass auf, ihr werdet es gleich sehen. Wenn alles gut geht, wenn alles vernünftig läuft, ich schiebe das Mikrofon gleich zur Seite. Wenn alles vernünftig läuft, sind wir gleich bei ganz locker über 30 Bildern pro Sekunde bis hin zu 40, 50, ja. Das ist auf jeden Fall mal richtig gut, das läuft 1A. Am Mikrofon habe ich ein bisschen rumgestellt. Ich muss nachher schauen, wie sich das so macht. Wir nehmen auf jeden Fall mal rein. Das brauchen wir uns heute nicht mehr reinziehen. Wir haben jetzt hier ein bisschen was mitgenommen. 1. bis 30. Juni. Da gibt es das. So. Wir scrollen mal raus. Und guck mal, wie flüssig das rein und raus scrollen geht. Ja, nur mal so als kleiner Beginn. Oh. Ja, scrollt nicht raus. Oh, was ist los? Jetzt haben wir schon, schon am rausscrollen. Guckt es an. So kann man also richtig was sehen. Und guck mal, wie flüssig er läuft. Und jetzt ist nur die Problematik, ich muss immer ein bisschen im Blick haben, was der Prozessor macht. Warte, pass auf. Das muss ich mal eben so handhaben. Ich muss ein bisschen im Blick haben, was der Prozessor macht, nämlich leider kann ich QuickSync hier nicht einstellen. Ich muss es jetzt wirklich beobachten, dass mein Prozessor nicht an die Kotzgrenze kommt, denn ansonsten bedeutet das, dass das ruckelt. Ich habe aktuell eingestellt, dass wir mit 12,1 Megabit pro Sekunde aufnehmen. Für dich vielleicht kauderwelsch jetzt, aber für mich, wenn ich später mal anschaue, kann ich dann reingucken, dann sehe ich alles klar, das lief. Guck mal hier, Straßenschild, hier steht drauf, hier wohnt YouTube Quitschi. Nur für die, die es nicht wissen, wer hier ist, wer am Schlüssel ist, ne? Wir schauen mal rein wieder, was ist zuletzt passiert. Also erstmal haben wir euer Freundschaftsanfragen. Poli möchte Freund sein und Golden King. Wieso habe ich Golden King? Golden King hat mir vorhin einen Kommentar geschrieben, ob wir nicht mal zusammen spielen wollen. Wieder war falsch. Aber generell, ja natürlich, warum nicht? Und hier geht ja sogar Sprachchat. Das müssen wir aber mal rausfinden, ob das richtig und wie das funktioniert. Was ist hier? Alle Nachrichten erhalten. Ja, ja, redesign your old place to a new version. Keine Ahnung, da gibt es auf jeden Fall offenbar was einzusammeln. Wir nehmen das mal alles rein und dann sagen wir, Gegenstand erhalten, Kühltruhe. Du kannst keine weiteren Möbelstücken in die Kiste rein. Also ihr seht jetzt, wir haben den Ofen fertiggestellt. Das hat nämlich jemand im Chat, hat jemand geschrieben, pass auf. Hier unten haben wir Golden King, hat Servus geschrieben. Hallo du. Machen wir mal einen kleinen Smiley. Ihr wisst ja, ich schreibe gerne mit Smileys. Also wenn ihr jemand schreibt und keine Smileys macht, dann bin das nicht ich, Freunde. Das könnt ihr definitiv. Bin da. Hi. Vor 2 Stunden. Huhu. Kabum. Warte, da muss ich gucken. Das haben wir zuletzt gehabt. Das habe ich geschrieben. Ich bin Bogenschütze. Habe ich Leviathan geschrieben. Apropos. Danke für die Annahme meiner Freundschaftsanfrage. Kein Problem. Ja. Leute, hier seid ihr schon mal definitiv im nächsten Video am Start. So, jetzt gucken wir mal, hier seht ihr also die Gruppe, die ich zuletzt offen hatte. Sieht man im Mauszeiger eigentlich, da sieht man alles easy. Jetzt gucken wir mal rein, herstellen und bauen. Nee, ich habe jetzt, wenn ihr das so seht, habe noch ein paar Punkte, die ich einsammeln kann. Ich wollte, genau, wir gucken mal in unser Dingensbummens, nämlich in die Tasche. Das war nicht die Tasche. Aber apropos Tier, ihr könnt sehen, ich besitze einen Oviraptor. Der heißt Ladeschut, das haben wir im letzten Stream, habe ich das gesagt, da habe ich gesagt, pass auf, wer jetzt zuerst eine 1 in den Chat rein donnert, wobei Durango kriege ich gerade auf meine Uhr eine Nachricht, da habe ich gesagt, wer zuerst eine 1 reinschreibt, nachdem wird der Oviraptor benannt und das war der Ladeschut. Wir haben jetzt also jetzt den Robi, der war im allerersten Stream, ein Compsognathus und der Ladeschut, was das C bedeutet, weiß ich noch gar nicht, das müssen wir mal rausfinden. Und wir haben ein Macrauchenia, wobei ich nicht weiß,
was da jetzt das beste Tier ist. Man sieht das ja jetzt hier rechts. Beflügelt ist er nicht. Lebensdauer, okay, nicht mehr lange. Da ist er eh weg. Lebenspunkte technisch, was haben wir jetzt hier? 550 Punkte bei Geschwindigkeit, wie es aussieht. Oder was es auch immer sein soll hier oben. Also auch jetzt ähnlich. Was ist das hier? Ein Informations-Ideal. Du kannst selbst ein Tier in der Wildnis fangen oder eins von anderen Pionieren erhalten. Ja gut, okay. Nice to know. Lerne jemand Tiere zählen. Ah, was? Warte mal. Ah. Gezähmte Tiere haben Ränge S, A, B und C. Wenn du ein Tier nicht zähmen konntest, entflieht es wieder in die Wildnis. Alles klar. Wenn du eine Bindung zum Tier aufbaust, kannst du es herbeirufen, damit es dich begleitet. Erkunde die Wildnis nach neuen Verbündeten. Okay. Durch die gemeinsame Erkundung wächst dein Tier und lernt neue Attribute. Du kannst es aber auch im Gehege halten und dort aufziehen. Auch schön. Personalisiere deine Tiere mit Attributen. Aha, auch das geht. Passe deine tierischen Kleider mit diesen Attributen an deine Vorstellungen an. Die letzte Stufe des Tiertrainings ist Sonderverhalten. Erreiche mit deinem Tier die Maximalstufe, um sein Sonderverhalten zu entdecken. Da ein einzigartiger Effekt, den nur dieses eine Tier besitzt. Schild oder Angriff oder was auch immer das heißt. Okay. Ja, nice. Aber dazu müssten wir, guck mal, Level, der ist Level 30. Level 60 wäre hier und Tier ist Maximallevel. Ach, guck mal an. Wenn ein Spieler von einem Tier begleitet wird, erhält dieses Tier immer dann EP, wenn auch der Spieler welche erhält. Ein Tier kann sich aber auch allein weiterentwickeln, indem es im Gehege trainiert oder Ressourcen produziert. Ja, dann wollen wir doch mal ins Gehege gucken, denn da müsste... Hoppla. Schönes YouTube-Video. Habe den Abo dagelassen und mich dann gefragt, ob du Lust hast, zusammenzuspielen. Das ist... überhaupt... Oh, warte. Gibt's ja kein Ü. Doch. Überhaupt kein Problem. Vielleicht im nächsten Livestream. Oh, sorry, ist gleich zu viel. Ich habe nämlich hier unten noch einen Oviraptor. Der befindet sich hier drin. Und hier seht ihr schon. Der ist ausgewachsen. Also aus der ist geboren, Generation 1. Da steht hier Ergebnis überprüfen. Jetzt kann ich sagen, im Gehege, Attribut, Bonus, Wachstumsmeilenstein 2, maximal Lebenspunkte, Generation 1, Angriffsbonus, im Gehege. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich jetzt noch einen zweiten dazu packen kann, weil die habe ich keine Ahnung. Das wäre nett, wenn ihr mir da Kommentare schreibt, wie das richtig funktioniert. Auch hier haben wir einen, auch diesen, schau mal, ein Proceratops befindet sich hier drin. Kategorie C können wir hier oben, könnten wir den glaube ich freilassen und ansonsten, ja, keine Ahnung. Wir wollten, hier müssen wir jetzt ein bisschen umbauen. Also mir gefällt natürlich gar nicht, wie das bei mir hier aussieht, ne? Hier ist noch eine kleine Kiste, die muss noch fertiggestellt werden. Die wollte ich nämlich mit Steinzeug benennen. Hier machen wir mal folgendes Namen schreiben. Steinzeug. Einfach, damit ich klar blicken kann, was da reinkommt. Da kommt nämlich alles rein, was mit Stein irgendwie zu tun hat. Denn das muss alles mal hier raus aus meiner Tasche. Ihr seht auch, irgendwie finde ich immer die Sachen nicht, die ich gerade bekomme. Was mache ich denn mit dem Besen zum Beispiel? Na gut, was wir auf jeden Fall machen müssen, Leute. Ich habe also gerade festgestellt. Ja, ich lasse das mal. Ich lasse das mal also alles drin erstmal. Hier haben wir eine Maske, dekorativ. Muss ich ja mal gleich gucken. Hört man das Pfeifen des Laptops oder des Rechners eigentlich? Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Da haben wir ein Messer. Steine sind gar nicht hier drin. Hier sind irgendwelche salzigen Spieße. Hier ist ein Stück Kompass. Aber wo sind denn jetzt die Sachen, die ich vorhin bekommen habe? Sind das die hier? Gebäudereparaturkit, das ist Schwachsinn. Werkzeugreparaturkit ist auch hier. Da, Eisbox, da ist die Kühltruhe. Pass auf, da stellen wir uns mal eine Kühltruhe irgendwo hin. Das ist eine nice Sache. Hier unten haben wir auf jeden Fall Felder. Hier brauche ich noch Matsch dafür. Da muss ich mal gucken, wo ich Matsch herkriege. So, jetzt haben wir hier einen Ofen und das Essen. Da packen wir jetzt mal hin die Kühltruhe. Die Kühltruhe, wo ist die denn hin? Hab ich gerade gesehen. Hier müsste man suchen können. Das wäre nicht schlecht, ne? Oh, was ist das? Plan, Färbemittel. Werkbank, Färbemittel. Das können wir, damit kann ich nicht anfangen, ne? Damit habe ich überhaupt noch keine Ahnung, was ich machen soll. Hier auf jeden Fall. Platzieren wir mal eine verschlossene Kühltruhe. Ich weiß noch nicht, was der Sinn dieser Kühltruhe ist, aber
die stellen wir jetzt mal hier so. Hier ist das Lagerfeuer. Wir stellen die mal hier so hin. Vielleicht können wir die später noch in die Tasche packen und wieder woanders hinstellen. Was kann man denn hier machen? 66 Teile können wir auf jeden Fall erstmal reinschmeißen. Das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Textnachricht. Immer gerne. Darf ich fragen, wer das höchste Level im Clan ist bei euch? Und braucht eventuell noch jemand? Ich bin gerade dabei, Inaktive rauszuwerfen. Dann wird Platz. So, wer ist der Stärkste bei uns im Clan? Das ist die Frage. Das können wir natürlich gleich mal auch für euch. Warum nicht mal schauen? Interessiert er vielleicht auch euch? Wo sind wir aktuell? Wir sind aktuell. Ich muss unbedingt hier oben, Leute. Hier muss ich ein Bild pixeln. Und ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich das machen soll. Auch hier bräuchte ich vielleicht euren Tipp dazu. Clan verwalten. 15 Mitglieder haben wir. Level 29, 31, 29, 37 ist der Dark Dude. K-Pax ist 37. Nusskeks ist 34. Ja, wir sind alle so in dem Bereich. Francis. Login vor 2 Tagen. Guck mal, Bomben-LP zum Beispiel, vor 18 Tagen zuletzt da gewesen, vor 11 Tagen. Da weiß ich nicht, ehrlich gesagt, nicht, ob es nicht Sinn macht, den zu ersetzen durch jemanden, der deutlich häufiger spielen würde. Wir hätten hier Crazy Star zum Beispiel, der gerne dabei sein möchte. Hier müssen wir einfach mal aussortieren. Vor 4 Tagen Dichter Maisch, vor 8 Tagen. Hier Bomben-LP vor 11, Luise vor 8. Ich würde einfach sagen, vor 9 der Robert... Ja, ich weiß nicht, ob wir da heute schon anfangen sollen. Bomben-LP rauszuwerfen, täte mir ein bisschen weh, weil ich den schon öfter mal irgendwo gesehen habe und auch kenne. Aber wenn er das Spiel nicht spielt, Freunde, der dann, was soll's? Wir können aber rauswerfen den Danman Best, denn der, leider, hat er seinen Account verloren. Ich würde sagen, ich schmeiße ihn raus. Sollte Danman Best wiederkommen, sehr gern, darf er natürlich wieder Teil dieser Gruppe sein. Damit ist das jetzt der Erste, der geflogen ist wegen Inaktivität. Und dann ist der Bomben-LP einfach der Nächste. Ich bin immer gerne hilfsbereit. Wenn jemand was braucht, wie ein Dino oder so, dann baue ich es auch. Wie läuft es mit dem Rang bei euch ab? Dazu gibt es noch gar keine Regelung. Das macht auch bei 15 Leuten im Clan wohl nur gar keinen Sinn. Aber er könnte sich ja gerne anfreunden. Vielleicht hauen wir dann Bomben-LP doch wirklich gleich noch raus und dann... Dann können wir mal gucken. Okay. Okay, okay. Jetzt haben wir noch nichts geschafft hier. Ich wollte unbedingt, Freunde, einen Bogen bauen. Ich brauche unbedingt einen neuen Bogen, denn mein Bogen ist verschwunden. Also... Herstellen, bauen... Ich hätte gerne einen herkömmlichen, also einen improvisierten kann ich, aber ich kann einen herkömmlichen, würde ich ganz gerne bauen. Da brauche ich einen langen Riemen dafür. Und dafür brauche ich eine Riemenverlängerung. Und eine Riemenverlängerung... Wo ist die jetzt? Lederriemen? Riemenverlängerung. Hier? Oh, können wir da eine herstellen? Nee, können wir nicht. Brauchen wir nämlich... Doch, genau eine können wir herstellen. Wir können eine Riemenverlängerung herstellen. Oh, ob das jetzt reicht, Freunde? Ob das jetzt reicht? Das wäre ja geil. Riemenverlängerung haben wir. Nochmal, Waffe. Bogen herstellen. Langer Riemen. Müssen wir lange Riemen erstmal herstellen. Lange Riemen. Riemenverlängerung. Riemen. Brauchen wir Riemen. Okay, brauchen wir weitere Riemen. Ach komm. Und Riemen, sammle Stängel oder Flachs. Naja, dann sammeln wir doch mal Stängel oder Flachs. Und zwar habe ich Folgendes vor. Wenn Platz ist und ich einen hohen Rang bekomme, kann ich zur Seite stehen und schon mal an der Enklave arbeiten. Das mit dem hohen Rang könnte ich jetzt nicht direkt versprechen. Was ich auch versprechen kann, ich habe also die Idee, ein Minecraft Pocket Edition Projekt im Sinne von, also der Unge hat mich mit Minecraft Zuho draufgebracht. Es ist ja ein phänomenales Projekt, was mir wirklich, wirklich gut gefällt. Und ich habe mir also überlegt, ob wir nicht ein Minecraft Big Brother Projekt machen wollen, wo wir quasi ähnlich arbeiten, und zwar in Minecraft Realm. Einfach in einem Realm, das wisst ihr ja, können immer allerhöchstens gleichzeitig 10 Leute spielen. Wir brauchen... Flachs oder Stängel. Hier gibt's das auch nicht, ne?
Und da habe ich mir also überlegt, man könnte ein Projekt anfangen mit 20 Leuten. Jeden Tag, sagen wir mal 20 oder 21 Uhr, je nachdem, machen wir einen Livestream. Ist hier Stängel? Nee, Flachs oder Stängel? Wie ist es hier? Himbeerstrauch? Wurzel? Himbeere? Nein. Und dann habe ich mir also überlegt, wenn dann die Leute spielen, dann können quasi die Zuschauer entscheiden, wer drin bleiben soll. Dann habe ich mir also überlegt, machen wir zum Beispiel im Discord eine Umfrage, wo dann quasi alle 20 Leute aufgeführt sind. Ne? Also möchtest du drinnen bleiben, den. Und das müsste man über eine Umfrage machen bei 20 Leuten, das sind das quasi 3x7 in jeder Umfrage. Und dann kann ja jeder genau für jeden, den er will, eine Stimme abgeben. Nicht wahr? Und so würde man quasi jetzt rausfinden können, wer hat hier die wenigsten Stimmen von allen, und der fliegt einfach raus, immer nach dem Livestream. So kann man also quasi sagen, wir haben 20 Leute, ich stelle mir das vor als Skyblock Map, das heißt also ganz, ganz oben im Himmel, da geht's los. Ganz zu Beginn, damit nicht einer auf einem Klotz 20 Leute landen, mache ich die Karte ein kleines bisschen größer, minimal größer, und dann würde man sagen können, wer tot ist, ist raus, der fliegt von der Whitelist. Das gehört dann einfach zum Spiel dazu. Und das bedeutet, wenn man jemanden rausschmeißt, indem man ihn von der Map kickt, ja, hat man den also los als Gegner. Und ansonsten entscheiden dann immer die Zuschauer durch ein Voting, wer drinnen bleibt. Und es kann natürlich dann sein, dass jemand, der jetzt den anderen gekillt hat, bewusst, ja, dass der dann zum Beispiel rausgewählt wird. Also das kann natürlich schon sein. Kann aber auch sein, dass gerade der richtig reingewählt wird, erst weil er richtig Spaß macht, weil er ja die anderen rauskickt. Ne? Also hier muss ich sagen, das wäre so eine Idee, die ist, wie ich sie hätte. Ja, und da bin ich, also hätte ich richtig Bock drauf. Einfach wirklich, sag mal, jeden Abend hier ab 21 Uhr, meinetwegen eine Dreiviertelstunde, wird gestreamt und danach wird einer von der Whitelist runtergenommen. Wer tot ist, fliegt runter und einer wird runtergenommen. Und am Ende gewinnt halt der, der übrig bleibt. Und man könnte jetzt ja sagen, am Ende, wenn jetzt zum Beispiel eine Gruppe aus 3 Leuten übrig bleibt, dann müssen die sich nicht bekämpfen oder und rausschmeißen, sondern die bauen irgendwas Geiles und die Zuschauer wählen dann eben rein, wer ist der Initiator, wer ist da am besten, ja, und die sagen dann, den hätten wir gerne als Gewinner drin. Und natürlich, das stelle ich mir geil vor, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr ein solches Projekt finden würdet. Das soll jetzt übrigens heute bloß eine Testaufnahme sein, um hier den Rechner mal auszutesten. Ich hatte letztens schon mal mit 60 Frames pro Sekunde gearbeitet. Das hat er nicht ganz geschafft, der Rechner. Schade, müssen wir bei 30 FPS bleiben, aber wir sind noch nicht fertig mit allem. So, Waffe, herkömmlicher Bogen. Ich hatte schon einen Bogenwurfarm aus Holz gebaut, wobei ich dir nicht sagen kann, was der mir nützt. Das ist jetzt nur ein Bogenwurfarm. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem machen kann, ne? Wir machen erstmal den herkömmlichen Bogen. Ich mache da einfach mal einen genau. Was ist jetzt? Langer Riemen fehlt. Immer noch? Dann machen wir erstmal lange Riemen. So. Riemenverlängerung? Dann brauche ich Riemen für... Hä? Sag mal, verarscht er mich? Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch gerade Riemen... Habe ich jetzt nicht gerade Riemen hergestellt? Was ist denn hier los?